Unmittelbar vor dem Beginn des jährlich stattfindenden Finanzsymposiums der Vermögensverwaltung Damrum-Fähring hier in Dresden haben wir einen der Protagonisten des heutigen Abends schon mal hier vor der Kamera. Robert Halver, nämlich Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Und Herr Halver, mit Ihnen möchte ich mich sehr gerne mal unterhalten über die aktuelle Situation hier bei uns im Euroraum. Und da natürlich als allererstes über das Thema Griechenland. Die Wahlen haben wir jetzt hinter uns, klare Mehrheit. Mehrheitsverhältnisse gibt es dort, allerdings mit einer etwas merkwürdigen Koalition, die sich da gebildet hat. Ich denke, die neue griechische Regierung muss sich noch finden und sie muss auch wissen, dass Erpressungsversuche nicht funktionieren werden. Aber ich denke, man wird sich einigen, denn alle in Euroland wollen ja, dass die Griechen dabei bleiben. Würden die Griechen austreten, hätte man sicherlich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Dann wäre die Eurozone doch nicht so fest, wie jeder gedacht hat. Aber die Griechen müssen zumindest eins machen, etwas für ihre Wirtschaft tun. Das ist nicht Sparen, das sind Reformen. Bitte noch mal ganz kurz zurück zu dem, was ich versucht habe, aus Ihnen rauszuquetschen, nämlich diese Koalition. Wie stabil kann denn das sein, wenn eine doch sehr weit links stehende Partei mit einer eher sehr weit rechts stehenden Partei koaliert? Das wäre ja so, als wäre hier in Deutschland eine Koalition zwischen Linken und der AfD zustande gekommen oder so ähnlich. Beide Parteien, die Linken und die Rechten, haben ja dasselbe Ziel. Nicht mehr sparen zu wollen, etwas für ihre Bevölkerung zu tun. Nur längerfristig wird das ja ein großer Erfolg geben. Entscheidend wäre es, dass die zwei Parteien zumindest hinbekommen, die Korruption in Griechenland zu bekämpfen und vor allen Dingen Steuern einzutreiben. Wenn man die Steuern eintreiben kann, auch bei den Reichen und Superreichen, ist das Problem halb so groß. Und wenn man das in die Waagschale wirft, auch in der Verhandlung mit Brüssel und der EU-Kommission, da sind wir einen Schritt weiter, die Kuh vom Eis zu bekommen. Zumindest habe ich Sie so verstanden, dass der Herr Tsipras mit seinem Säbelrasseln unmittelbar vor der Wahl, das gehört ja auch irgendwie dazu, jetzt schon etwas gemäßigter inzwischen agiert und das Ganze nicht so heiß gegessen wird, wie es zuvor auf dem Herd stand, oder? Jetzt macht man Realpolitik. Man weiß immer, der Wahlkampf ist zu Ende. Jetzt muss man endlich Politik machen, die pragmatisch ist. Und das Thema wird sein, wie kann man ihnen entgegenkommen? Ich bin der Meinung, die EU-Kommission hat immer ein klares Ziel. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das heißt, die bestehenden Kreditverbindlichkeiten werden neu eingetütet, verdreht, mit einer schönen bunten Schleife versehen und das Problem in die Zukunft transferiert. Vielleicht 5 bis 10 Jahre, da wird man nicht drüber nachdenken, was in Griechenland passiert. Aber eins muss klar sein, wir wollen keine Eurokrise 2.0 haben und die EU-Kommission wird so die Kuh vom Eis bekommen. Sie haben so ein bisschen umschrieben, dass der aktuelle Plan eher so aussieht, dass es keinen Schuldenschnitt geben soll offiziell, sondern eine Art Umschuldung. Aber ist das nicht unter dem Schritt dann doch dasselbe, wenn man sich die Laufzeiten auch anschaut? Schuldenschnitt ist Schuldenschnitt. Allerdings wird man sagen, wir machen einen verdeckten Schuldenschnitt. Wir können keinen klaren Schuldenschnitt machen, denn dann müsste auch der deutsche Steuerzahler dafür bluten. Das will eine Regierung in Berlin den Deutschen nicht zumuten. Aber eine Situation, wo man bestehende Kreditverbindlichkeiten 5 bis 10 Jahre in die Zukunft transferiert, ist auch ein Schuldenschnitt. Es tut vielleicht nicht weh, aber man muss sich das vor Augen führen. Ich kann auch nicht zu meiner Bank oder Sparkasse gehen und sagen, ich habe eine Baufinanzierung, im Moment kann ich die nicht bedienen, wartet mal 5 bis 10 Jahre, dann wird es wahrscheinlich besser. Das ist ein Schuldenschnitt, wo der Kreditgeber, das heißt auch die deutschen Steuerzahler, bluten werden. Nur es wird wunderschön verkauft. So, nun kommt es für uns Börsianer natürlich auch immer darauf an, wie der Finanzmarkt insgesamt weltweit auch auf so etwas reagiert. Was ist zu erwarten? Werden die Handelsteilnehmer schon langsam nervös oder verhalten sie sich noch ruhig? Es ist niemand nervös. Ich behaupte sogar, dass ein Austritt Griechenlands, ein Grexit, der zwar nicht kommen wird, aber selbst wenn er kommen würde, den könnte man mittlerweile gut verkraften. Denn wir haben ja Institutionen, in Europa eine mit 3 Buchstaben, EZB, einer zahlt bestimmt. Die EZB wird, wenn es darauf ankommt, sicherlich alles tun, damit es keine Eurokrise 2.0 gibt. Denn es wäre die letzte Krise, bevor die Eurozone zerfällt. Das wird verhindert werden. Die Finanzmärkte sind in Watte gepackt. Man sorgt dafür, dass Krisensymptome von Griechenland nicht auf Spanien, Irland, Portugal, Italien überschwappen, indem man eins tut, die Zinsen unten lassen. Die werden gedrückt, indem Herr Draghi demnächst ab März ja aufkaufen wird. Und wenn die Staatsschuldenkrise nicht wiederkommt, den Rest kriegt man hin mit neuen Schulden und damit die Konjunktur anzufachen. Nur längerfristig, auch das muss man sagen, wird man mit dieser heile Gänschenpolitik die Eurozone nicht in Wettbewerb setzen können zu China oder zu den USA. Aber die nächsten Jahre haben wir noch Ruhe.
Die EZB allein kann es aber wohl schlecht richten. Da muss schon noch ein bisschen Substanz auch von Seiten der Politik und auch von Seiten der Wirtschaft nachkommen. Wir haben es auch in Davos auf dem Weltwirtschaftsgipfel gehört, auch von Angela Merkel übrigens. Nicht, dass man sich auf dem, was die EZB da jetzt getan hat, mit der Lockerung der Geldpolitik ausruht. Das Problem ist, wenn ich das Geld bekomme, sehr günstig als Finanzminister, neue Schulden zu machen, in Italien oder Frankreich, wo ist dann der Anreiz, Reformen zu machen? Und eins wollen wir nicht vergessen, in der Eurozone gibt es diesen Fluch, wer reformiert, wird abgewählt. Kanzler Schröder und Monti und Sarkozy, die früheren Ministerpräsidenten von Italien und Frankreich, wer ist so blöd in Anführungszeichen und macht dann harte Reformen? Das macht niemand. Leider haben wir eine Eurozone, wo man denkt, man könnte mit billigem Geld und neuen Schulden die Probleme lösen. Das kann man nicht. Die Welt, die USA mittlerweile, Asien, machen harte Hausaufgaben, um Weltmarktführer zu werden. Das macht die Eurozone nicht mehr. Und wenn wir so weitergehen, auch das muss man sagen, wird die Eurozone irgendwann sich die Existenzfrage stellen lassen müssen. Also können wir denn nun zumindest in den kommenden Monaten ruhig schlafen oder sollten wir doch dann etwas unruhiger werden und uns dann Schlaftabletten nehmen, damit wir doch etwas Schlaf und wieder Erholung bekommen? Wir haben sehr viel Zeit gewonnen. Die Notenbank, die EZB hat uns Zeit gekauft. Ein paar Jahre sicherlich. Nur noch einmal, es ist entscheidend, immer Plan B im Kopf zu haben. Wenn man der Meinung ist, nur mit billigem Geld Dinge zu richten, das wird nicht funktionieren. Nur Regen bringt Segen. Deutschland hat Reformen gemacht, Agenda 2010. Das hat uns Erfolge gebracht. Und wenn andere Länder meinen, das nicht machen zu müssen, kann man nur sagen, gute Nacht. Sich Regen bringt Segen. Abschlussfrage an dieser Stelle. Das trifft natürlich auch auf die Sparer in Deutschland zu, die natürlich umdenken müssen und aktiv werden müssen, damit hier das gute, angesparte Geld, was man sich hart erarbeitet hat, nicht nach und nach verloren geht. Wie sollen wir uns denn jetzt verhalten? Wichtig, die alten Anlagezöpfe müssen abgeschnitten werden. Man darf nicht so viel Geld in Staatspapieren, Festgeld oder Sparbuch haben. Da verarmt man jeden Tag etwas mehr. Nach Inflationssteuern bleibt nämlich nichts übrig. Man sollte mindestens, am besten regelmäßig ansparen, auch in Aktien. Das kann man mit Aktiensparplänen machen und bitte vergessen wir die Dividende nicht. Die Dividende ist die Ersatzbefriedigung zu Zinsen oder Dividenden sind die neuen Zinsen. Und man kann ja auch zum Beispiel den Zinseszinseffekt, der uns früher reich gemacht hat, heute allerdings arm, durch den Dividenden-Dividendeneffekt ersetzen, indem man die Dividende immer wieder neu anlegt. Damit kann man längerfristig nicht verhindern, reich zu werden. Und das nenne ich Altersvorsorge. Das andere, Zinsvermögensaltersentsorge. Oder noch anders formuliert, wer mit so viel Zinsvermögen meint, eine Altersvorsorge aufzubauen, der ist ein Spekulant. Ganz herzlichen Dank, Robert Halver, für die interessanten Einblicke und dafür auch, dass Sie möglicherweise den ein oder anderen Zuschauer von Ihnen ein bisschen wachgerüttelt haben, sich doch mal darum zu kümmern, was da so vielleicht auf dem Sparbuch noch schlimmert.